Professor Carlo Masala ist mir nun zugeschaltet, Militärexperte und Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Professor. Grüße Sie, Frau Droste. Nun, also die politische Diskussion von der CDU oder etwa auch vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Deutschland. Die Bundeswehr sollte sich also beteiligen an der Schutzkoalition. Aber hätten wir überhaupt die Kapazitäten, das auch wirklich zu tun, und zwar zeitnah? Naja, in einigen Bereichen hätten wir die Kapazitäten. Also was Kiesewetter vorgeschlagen hat mit der Luftbetankung, ist durchaus möglich. Es ist auch möglich, den Israelis Möglichkeiten zur elektronischen Kampfführung anzubieten. Ich sehe es problematischer mit den Eurofightern, die sich selbst an den, daran beteiligen, mögliche Raketen abzufangen. Dazu braucht es ein Bundestagsmandat. Da wäre die Frage, ob das so schnell herzustellen wäre. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, Israel Angebote zu machen, auch wenn ich davon ausgehe, dass Israel diese nicht annehmen würde. Aber es wäre halt ein Signal. Also ein wichtiges Symbol. Nun sind wir ja in der Erwartung dieses Vergeltungsschlages der Iraner, die Israelis. Es gibt eben Quellen, die sogar sagen, vielleicht sogar schon heute Mittag könnte da etwas passieren. Nun ist ja die Frage, wird das wirklich bei einer, ich sage mal, gesichtswahrenden Operation für den Iran bleiben? Also mit was rechnen Sie da konkret, auch militärisch gesehen? Naja, wenn wir das mal für bare Münze nehmen, was aus iranischen Quellen zu hören ist, also auch über sozusagen amerikanische Zeitungen, dann wird es ein größerer Angriff als damals am 14. April, wo ja ungefähr 300 Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen worden sind, von zwei Orten, also von den Houthis und von den Iranern. Es wird umfassender, es wird koordinierter. Die Rede ist von Angriffen aus Syrien, aus dem Libanon selber, vom Jemen und vom Iran. Die Rede ist auch davon, dass lediglich militärische Ziele angegriffen werden sollen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass die israelische Raketenabwehr bei so einem massiven Angriff, wenn er als solcher erfolgen sollte, übersättigt wird, die ist auch relativ groß. Also von daher ist das schon eine Situation, die nicht zu vergleichen ist in der Dimension, wenn die Informationen so stimmen, wie damals der iranische Angriff am 14. April. Also noch mal eine Schippe drauf. Die Frage ist dann auch wieder, wie fällt dann die israelische Antwort aus? Haben Sie Sorge, was da gerade passiert im Nahen Osten? Naja, sagen wir es mal so, wenn der Angriff umfassender wird, wenn der Angriff sozusagen militärische Ziele zerstört, all das, was ja am 14. April nicht passiert ist, also wenn es auch der Koalition aus Jordanien, Amerikanern, Franzosen, wer immer sich da auch daran beteiligt, nicht gelingt, alles im Vorfeld abzufangen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Israel dann wiederum einen Gegenschlag durchführen wird. Und dann befinden wir uns ungehindert in einer Spirale, die, glaube ich, kaum noch jemand kontrollieren kann in der Region.